Ja, hallo, hier ist der Querz und man hört meine Stimme auch mal wieder auf diesem Kanal, nachdem ich ja eigentlich versprochen hatte, oder was heißt versprochen, gesagt hatte, dass ich auch in der Psycho letzte Zeit mit anderen Projekten beschäftigt ist, weiterhin hier Videos machen werde. Ja, ich habe oft genug gesagt, dass es so unregelmäßig wie bisher sein wird. Und wie der ein oder andere vielleicht festgestellt hat, ist es sehr unregelmäßig. Nämlich, ich habe bis jetzt ewig lang wieder kein Video gemacht gehabt. Naja, das hatte verschiedenste Gründe. Hauptsächlich hatte ich einfach keine Zeit und oder Lust, war halt meist. Es ist immer so ein Problem, ja. Ich hatte jetzt Praktikum, also gut, jetzt hatte ich eigentlich schon eine Woche Ferien. In den Ferien wollte ich auch was tun, aber egal. Vor den Ferien war es so, da hatte ich Praktikum. Und beim Praktikum musste ich schon um 4.45 Uhr aufstehen, dank beschissener Busverbindung, wobei ich jetzt eine gefunden habe, wo ich deutlich später aufstehen muss. Aber jetzt habe ich vorerst mal kein Praktikum mehr. Erst dann wieder in 5 Wochen nach den Ferien, wo ich stehen geblieben. Genau, und da musste ich relativ früh aufstehen. 4.45 Uhr hat mein Wecker geklingelt. Irgendwann dann, was weiß ich, 5.20 Uhr oder so sollte ich aufgestanden sein, spätestens. Und mich Richtung Bad begeben haben. Egal, auf jeden Fall war ich dementsprechend müde und da das Ganze auch immer erst so um 4 Uhr geendet hat, ja, habe ich dann da halt lieber irgendwie zu Hause gepennt und hatte keinen Bock dann da irgendwas zu machen und am Abend dann auch nicht und keine Ahnung, war einfach irgendwie müde und ja, war halt blöd. Und in den Ferien verlief das Ganze ein bisschen anders, da habe ich eigentlich vorgenommen, deutlich mehr Videos zu machen. Übrigens, habt ihr es gesehen? Es ist ein X da. Es ist ein X da, schon seit längerem. Egal, aber dazu muss ich auch noch gleich was erzählen. Aber dazu dann später. Wo war ich stehen geblieben? Genau. In den Ferien habe ich mir gedacht, ja, da hast du dann jetzt Zeit. Ich habe jetzt nicht schon seit einer Woche Ferien. Und die meisten haben diese 2 Wochen Osterferien, glaube ich, gleich über die Bundesländer weg. Für die, die noch Ferien haben und noch nicht arbeiten. Also dürften die schon wissen, wann es begonnen hat. Auf jeden Fall, also seit ungefähr einer Woche Ferien, habe ich mir vorgenommen, ja, David, jetzt machst du da voll viele Videos mal wieder. Fail. Ja. Es ist darauf hinausgelaufen, dass ich meist jetzt dann in den Ferien bisschen die Puppen gezockt habe und oder auch weg war, bla bla blub. Und dann halt auch dementsprechend spät aufgestanden bin, vor allem da ich immer meine 12 Stunden Schlaf brauche. Also eigentlich brauche ich sie nicht, aber wenn ich kann, dann nehme ich sie mir auch, meine 12 Stunden Schlaf, weil ich Schlafen einfach göttlich finde. Es gibt nichts so Tolles wie Schlafen, wo die Imagination freien Raum hat, in Träumen sich auszuleben. Und ja, deswegen bin ich auch immer relativ lang, habe ich auch relativ lang geschlafen. Und dann wurde ich meist wieder angeschrieben oder bla oder blub, ja, machst du das und oder zockst du mit mir und kein Plan. Und dann habe ich auch keine Zeit gefunden. Aber egal, warum rechtfertige ich mich eigentlich dafür? Jetzt mache ich hier gerade ein Video und da sollte ich vielleicht was Sinnvolles labern, da euch mein privates Leben höchstwahrscheinlich eh nicht interessiert. Wovon ich einfach mal ausgehe. Ja. Und deswegen ist jetzt hier ein... ah, ne, stimmt. Ha, das ist ja voll smart, wie ich das mache. Naja, mehr oder weniger. Egal, ihr seid jetzt erstmal verwirrt und wisst nicht, worüber ich gerade rede. Deswegen erzähle ich euch jetzt erstmal was zum Gameplay. Das Gameplay stammt nicht von mir. Allein schon, weil ich erklärter Anti-Boltshot-User bin und die Boltshot noch nicht mal freigeschalten habe. Sondern meist nur aufhebe, wenn ich den Game irgendwo finde. Das Gameplay war auch noch vor dem TU. Also vor dem Mini-Title-Update, wo die Boltshot geschwächt wurde, was ich zwar finde, dass sie immer noch zu stark ist, aber nun gut, ist aber so dahingestellt. Und das Gameplay ist von Rubidium. Genau zu sein, LL Rubidium LL. Und noch etwas, dieses Gameplay besitze ich bereits seit Urzeiten. Und wollte ich endlich mal verwenden und habe schon 3 oder 4 Mal ein Commentary dazu gemacht, aber beziehungsweise ich hasse ja das Wort Commentary, wie mir gerade wieder auffällt, wo ich sage, ein Video dazu gemacht, aber jetzt kommt's, ich bin immer nicht dazu gekommen, es dann zu rendern. Warum? Weil entweder war das Thema dann, also keine Ahnung, ich habe das dann durch Misswirtschaft meiner Zeit und Fails, das übliche halt, nicht hinbekommen, das Ganze zu rendern. Und dann deswegen
eben immer nur, also dann waren dann zum Teil halt schon, wenn ich dann gedacht habe, ja, jetzt rendere ich das Ganze mal, war dann das Thema schon veraltet oder was weiß ich, ja, hauptsächlich war ich das Thema schon veraltet oder das Video war halt generell schon so unglaublich alt und deswegen habe ich es dann nicht hinbekommen. Deswegen habe ich zu diesem Commentary, nein, Fail, zu diesem Video schon ziemlich oft einen Kommentar gemacht, einen dazu gesprochen, so. Und ja, was auch immer der hier mit dem Ghost versucht, naja, egal. Naja, obwohl, ja, ich fand das gar nicht mehr so blöd, weil das war hinten und da, naja. Wie dem einen oder anderen vorhin vielleicht aufgefallen ist, als ich etwas gesagt habe, dort war ein X. Ja, die meisten werden es eh schon wissen. Es gibt wieder das wunderschöne X in Halo 4. Wenn es auch irgendwie nur so kurz aufleuchtet und dann ist nur der Name da. Was ich finde, das dumm aussieht, aber mein Gott, wenn es designerisch irgendwie sinnvoll war in ihren Augen, dann war es halt so. Und das ist auf jeden Fall unglaublich praktisch, weil dieses X hat den wundervollen Vorteil, dass man jetzt wieder Angaben machen kann, wo man gestorben ist und wenn da noch Leute liegen und so weiter und so fort. So, dann zum nächsten Thema, das höchstwahrscheinlich am stritten sein wird. Oh mein Gott, er benutzt die Bolt-Shot. Ja, er benutzt die Bolt-Shot ziemlich stark und ich persönlich finde es auch nicht so toll. Aber das Gameplay fand ich schon relativ gut, deswegen habe ich es genommen. Und bedanke mich hier bei auch nochmal Eurobidium, der mir zwei Gameplays zur Verfügung gestellt hat. Das zweite kommt dann auch bald selten mal irgendwann, wenn ich es mal hinkriege, wieder ein Video zu machen. Ja. Genau. Und ich finde, er hat, gut, er hat zwar die Bolt-Shot verwendet, aber er hat, finde ich, sonst ganz smart gespielt und ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und ja. Dieses Gameplay hat aber auch noch einen anderen Zweck, den ich eigentlich hauptsächlich erläutern wollte, bevor ich wieder abgeschweift bin und hunderttausend andere Sachen erzählt habe, die mich doch eh keinen interessiert haben, war nämlich, dass dieses Gameplay wunderbar zeigt, erstens, dass der Spartan Laser verdammt schwach ist und zweitens, dass dieses Klassensystem, das sie jetzt schon seit Reach versuchen einzubauen, beziehungsweise in Reach war es noch nicht so unsinnvoll gemacht, aber seitdem es jetzt hier diesen Klassen-Editor gibt, weil das konnte man ja in Reach bis jetzt nur über die Game-Settings machen, und hier gibt es jetzt diesen Klassen-Editor eben, der zeigt einfach wunderbar, dass dieses Klassen-Editor-Prinzip unglaubliche Balancing-Probleme mitbringt. Und ich meine, in Halo hatte man davor zumindest, also klar kann man das Balancing verkacken, wenn irgendeine Waffe überstark ist, ja. Wenn, was sagen wir, wenn die Bazooka 500 Schuss hätte, dann wäre das auch scheiße, ja. Aber sonst war eigentlich nie, das ist nie so ein großes Problem in Halo mit dem Balancing, weil es eben nur diese Powerwaffen gab, die auf der Map rumlagen. Und dadurch eben man verhindern konnte, dass der Gegner den Vorteil bekommt. Und das ist das große Problem beim Klassensystem. Und hier laggt es mega rum. Also es liegt nicht am Video, sondern an Fail Internet Connection. Habe ich stehen geblieben? Genau. Dass dieses Klassensystem eben ein großes Manko mit sich bringt. Und zwar, dass es dem Balancing sehr schadet. Denn es ist so gut wie unmöglich, die vier Hauptwaffen allein schon so zu balancen, dass sie perfekt gleich sind. Es funktioniert einfach nicht. Man kann es komplett vergessen. Die werden da jetzt Ewigkeiten rumbalancen. Die haben jetzt auch seit dem neuen Update, seitdem jetzt dieses X da eben wieder erscheint, haben sie auch geschrieben, dass sie ein Backend eben gemacht haben, wo sie dann ohne größere Updates schneller Waffenbalancing vornehmen können, was das Ganze zumindest verbessern wird. Der ist so gefailt, der Kerl. Ich glaube, dann hat er den noch getötet, Mann, weil das wäre peinlich für ihn gewesen. Naja. Aber es wird trotzdem nicht so viel. Also man hätte es deutlich einfacher machen können, indem man eben nicht dieses Klassensystem einbaut. Denn dieses Klassensystem hat diesen großen Vorteil, man kann nicht verhindern, dass der Gegner eine starke Waffe bekommt, wenn es denn eine starke Waffe gibt. Und es wird immer eine stärkere Waffe geben. Wenn hingegen jeder die gleiche Waffe hat und jeder die gleichen Chancen, dann gibt es so ein Problem überhaupt gar nicht. Genau. Ja. Weil zuvor auch mit den Powerwaffen, was ich eigentlich davor noch erzählen wollte, dass ich wieder verzettelt habe, mich in mich verhaspelt, oder so in mich verhaspelt, ist irgendwie komische Wortkombi, egal. Woran man das, schöne Granat hier, woran man das, also weswegen das früher halt so gut funktioniert hat, ist, weil man konnte verhindern,
dass der Gegner eine starke Waffe bekommt. Sagen wir, die Boltshot ist ja ungefähr, zumindest jetzt vielleicht nicht mehr, aber davor war sie schon in etwa so stark wie eine Shotgun, ja. Und eine Shotgun war ja davor eine Powerwaffe. Und diese Powerwaffe lag sonst wo irgendwo auf der Map rum, und das Gameplay ist zu Ende, und ich rede trotzdem ein bisschen weiter. Und man konnte aber verhindern, dass der Gegner diese Powerwaffe bekommt, indem man selbst gut spielt. Wenn der Gegner sich die aber einfach in die Klasse steckt, dann kann man das schlecht verhindern, weil der hat die halt von Anfang an. Und ja, das ist auch mit so einem Problem. Was ich zum Beispiel lustig und cool gefunden hätte, wo man auch diese vier Rifles, was ja eigentlich so das große, ich glaube, das war ja auch so das der Gedanke dahinter, das Klassensystem einzubauen, weil sie jetzt eben diese vier Waffentypen haben, die als Hauptwaffen zählen. Oder fünf, wenn man die Assault Rifles noch mit dazu zählt. Aber ich gehe jetzt mal aus von DMA, Karabiner und Light Rifle und BR. Genau, diese vier Waffen sind ja so die hauptbenutzten Waffen, schätze ich mal. Gut, das Assault Rifle vielleicht noch mehr von den einen oder anderen, aber es sollten zumindest die hauptbenutzten sein und sind so für den Zweikampf die, ja, wo man sich halt gedacht hat, dass man die nimmt. Und deswegen hat man sich höchstwahrscheinlich gedacht, ja, wir haben jetzt vier Waffen, wow, die sollen ja auch alle benutzt werden. Das wäre ja scheiße, wenn es so wäre wie in allen Halos davor. Es gibt das BR und sonst nichts. Alle anderen Waffen werden einfach nicht benutzt. Die werden dann vielleicht in Custom Games benutzt oder so, ganz lustig, tralala, aber ist nicht wirklich von Relevanz. Aber wieso hätte man es ja nicht sinnvoller machen können, was ich zum Beispiel, was mir persönlich gefallen hätte, was ich lustig gefunden hätte, und auch eine frische Idee, ja, wenn sie es so gemacht hätten, dass man zum Beispiel Light Rifle Slayer hat und Carbine Slayer, wo dann eben nur diese Waffen sind, dann hat man nämlich nicht das Problem des Balancings, weil jeder wieder mit der gleichen Waffe startet. Andererseits hat man aber auch so ein bisschen Abwechslung und ich glaube schon, dass das Ganze sehr lustig gewesen wäre. Und gut, dem einen oder anderen, dem würdest du vielleicht sagen, ich will aber Light Rifle gar nicht spielen und den Karabiner finde ich auch scheiße und BR for the win. Aber trotzdem, also ich meine, ich hätte damit jetzt kein großes Problem. Und das könnt ihr mal schreiben, wie ihr das findet, ob ihr sowas lustig gefunden hättet oder ob ihr meint, das wäre der totale Rotz und einfach nur BR for the win oder dir mal. Ja, da gehen ja die Meinungen auch wieder auseinander. Ja, oder so wie es jetzt ist. Aber so wie es jetzt ist, finde ich, ist scheiße. Ich fände es besser, wenn es wieder so ist wie in Reach. Manche würden jetzt sagen, so wie es in Halo 3 war, yeah. Ja klar, das in Halo 3 war natürlich auch sinnvoll und so würde ich es auch im normalen Matchmaking gut finden. Aber was das Halo Reach mitgebracht hat, was Halo Reach durch diese Pseudo-Klassen, die man jetzt nicht verändern konnte, sondern nur im Game-Type verändern konnte, an Möglichkeiten für Fun-Game-Types gebracht hat. Das war schon krass. Also gerade so Infection oder sowas, wo man dann verschiedene Typen an Infizierten machen konnte als Spiel-Mode-Designer. Blick links, Blick rechts. Das ist schon eine coole Bezeichnung. Auf jeden Fall hat das, finde ich, schon sehr viele Möglichkeiten mit sich gebracht und war schon keine dumme Idee. Aber so wie es in Halo 4 ist, ist es blöd. Und ich finde, Halo Reach hätte eben, also so wie es in Halo Reach war, das System, hätte die Chance gehabt, beiden Seiten in die Hände zu spielen. Weil man kann es sowohl so machen, dass einfach nur eine Klasse gibt, oder man versteckt halt alle Klassen. Dann hat man wieder Standard, wie es in Halo 3 war. Oder Halo 2 und Halo 1 halt auch. Aber ich sage es einfach immer Halo 3, weil das war das einzige von den dreien, die ich gespielt habe, außer Halo 1 und Universal. Aber egal, Multiplayer meine ich jetzt. Ja. Oder man macht es eben so, dass man die einzelnen Klassen hat und dann kann man auch in Fun-Game-Types was Gutes machen. So wie es jetzt in Halo 4 ist, hat es, finde ich, beides verbockt. Weil erstens gibt es jetzt dadurch, versucht man jetzt zu vermeiden, dass man vorgegebene Klassen hat, weil wozu der Klasseneditor, wenn man dann Klassen vorgibt, deswegen, ja. Und es verbockt, dass man eben die Option hat, für Fun-Games da Lustiges zu machen. Ja. Also sagen wir, man kann es schon machen mit den Möglichkeiten in Halo 4, aber man würde dadurch den bereits spielenden Spielern, die von denen sicherlich einige das Klassensystem, so wie es jetzt ist,
total toll finden, wird dann wieder einen Konflikt reindrücken. Und dann gäbe es wieder Streit. Ja. Aber wie gesagt, dieses komische Selbstklassen-Createn war ein Schmarrn. Und ich hoffe, dass es es in Halo 5 nicht mehr gibt. Aber wir werden sehen. Höchstwahrscheinlich wird es so bleiben. Naja, was soll's. Ich habe schon wieder Ewigkeiten überzogen. Und wieder viel zu viel gelabert. Aber ich hatte auch viel zu erzählen. Glaube ich, hoffe ich. Und ja. Jetzt, wo ich gerade die Zeit dazu gefunden habe, werde ich jetzt dann gleich noch ein Video aufnehmen. Und noch ein Video, und noch ein Video. Und dann kommt der Video-Spam. Höchstwahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich seht ihr erst in einer Woche ein Video von mir. Naja, hoffen wir das nicht. Insofern ihr mich nicht mögt und nicht hofft, dass ein... Insofern ihr nicht... Ach, vergesst es. Ciao und tschüss, sagt der Quert.